Moinsen Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pferde Königreiche. Wir sind jetzt in der Feuerwelt, Fragezeichen. Und stürzen uns mal direkt gleich ins nächste 3-Gewinn-Spiel. Yay, nein. Doch hier werde ich wieder skippen. Wir brauchen einfach nur die Eierschale von oben. Blöcke müssen wir kaputt machen. Ansonsten ist hier, glaube ich, nicht mehr wirklich was. Aber hier haben wir schon das nächste. Oh, okay. Nutze dein Königsamulett, um die Blumen in der richtigen Reihenfolge zu entzünden. Und mal wieder habe ich hier keinen Hinweis. Ja. Nein. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, weil die relativ viel rötliche Anteile hat als erstes und weil sie recht außen ist, die auch nicht. Okay, nein. Boah. Boah, ja. Ne, die steht auch nicht. Steht da überhaupt eine? Jawohl, die ist stabil. Die hintere direkt? Nope. Okay. Kann ich die rechts außen? Okay, und dann die da? Boah, bitte. Oh, fuck you. Also die Frage ist, ist es die hintere oder die rechte? Ha! Jawohl, alles klar. Und wir erhalten richtig random eine Feuereidechse. Alles klar, wissen wir Bescheid. Dafür, dass ich die Blümchen gezündet habe. Hier ist noch ein Rätsel. Oh, ein neues Rätsel. Ein nicht wirklich schwieriges Rätsel, wenn ich das mal so behaupten darf. Das ist jetzt einfach nur die Dinger da reinpacken, weil man die meisten einfach schon die perfekte Figur haben. Beziehungsweise Ausrichtung. Ups. Nochmal so. Das ist jetzt also gerne mehr von solchen Sachen, ruhig ein bisschen schwieriger. Aber so an sich, ist mal eine Abwechslung. Besser als diese 3-Gewinn-Kacke. Und du gehst ja immer rein. Krass. Gut, ich hätte allerdings auch Anfänger ausgewählt. Vielleicht liegt es auch mit daran. Aber letzten Endes ging es mir da mehr ums Skippen. Uff, okay, da muss ich dann einfach die andere Eierschale dran pappen. Das ist ja jetzt hier. Wo hab ich das Scheiß? Ach, da hab ich das. Das ist nicht so das Problem. Wow, weißt du, anstatt dass du die Hälften wieder zusammensteckst, darfst du wieder 3 Gewinn machen. Das ist doch. Oh, das ist einfach so dumm. Geil, jetzt habe ich ein Drachenei. Da wird sich der Rainer Winkler ja freuen. Lel. Aber was haben wir dann hier? Wir haben einen Schatz. Ja, war ganz schön viel Unrat hier eigentlich. Da kannst du alles dem Trödeltrupp da mal wirklich in den Tischen zuschmustern. Da brauche ich hier eine Schere, die habe ich schon mal. Sonnebogenpferd, einen Skorpion, eine Bürste. Keine Büste, eine Bürste und auch keine Brüste. Flöteratte, Fischfederzahnrad, Salamanderauge. Okay, da habe ich einen Bogen. Pferd, Sonne, Bürste, Flöte, Fisch. Salamanderauge. Nee, das ist die Sonne. Ich brauche ein Zahnrad noch. Pferd, Alter, wo komme ich denn scheiß Pferd her? Ha, Fischfeder, Zahnrad. Zahnrad? Okay, Fischfeder, Pferd, Bürste, Flöte, Ratte. Da habe ich den Fisch. Da habe ich die Feder. Da brauche ich jetzt nur noch eine Bürste und den ganzen anderen Scheiß. Der ist die Ratte, die kleine, süße. Fucking Pferd. Ach, den Springer, alles klar. Bürste und Flöte, Alter. Wahrscheinlich übersehe ich die wieder krass. Bürste. Bürste und Flöte. Das ist ein Kelch. Ein Trinkgefäß. Puh. Ha. Hier ist nichts. Da ist ein Schlüssel. Nee, das ist auch wieder so ein Salamanderauge. Es muss irgendwo sein, wo ich bestimmt schon dreimal drüber gehockt bin, aber es nicht wirklich mitgenommen habe, im Sinne von gesehen. Bürste, alles klar. Jetzt brauche ich noch die Flöte, die ist bestimmt genauso beschissen und versteckt. Jawohl, okay, ich hab's so. Nice, ich habe ein Salamanderauge bekommen. Ein Salamanderauge, nice. Nice, nice, nice. Was habe ich hier? Der See besteht aus Säure. Mit einem Fläschchen könnte ich ein wenig Säure mitnehmen. Bist du sicher? Fehlt dir nicht noch irgendwie ein Handschuh oder was?
Oh, natürlich, die Säure. Alter, schon wieder mit so einem behinderten Minispiel. Ja, was Gronkh so an Aussparung fürchte ich mit diesen behinderten Minispielen. Die nerven echt übelst. Also, es gibt gute Minispiele, jetzt wie diese Puzzlekacke. Wimmeln, wimmeln, das ist auch mega entspannt. Weißt, ich habe auch kein Problem, wenn man mal so ein Ding hat, von wegen hier drei gewinnt oder ich muss alle Felder ausfüllen. Das ist okay, den würde ich ja voll akzeptieren, aber. Weißt du, das gibt mir voll auf den Sack. So, die erste Säure wäre auch mal da drin. Ah. Ah, shit, das habe ich mir. Das habe ich gejinxt. Da hätte ich einfach. Ja, Gott. Runter. Danke. Das dann da. Scheiße, das wollte ich eigentlich skippen, ne? Ja, gut, dann machen wir jetzt einfach mal. Also sage ich, ich habe keinen Bock mehr. Das ist aber hier gerade drin, ne? Ach, ja. Ha. Perfekt. Die Tränen schon ein Stück drunter. Ich bräuchte wäre ja so die Herzfraktion, damit ich das da wegbekomme. Und hier. Ha, vielleicht sollte ich mal mischen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil bis jetzt kommt hier nur Bullshit runter. So, passt schon. Ich habe doch nur ein bisschen geskippt. Geht ja auf keine Kuhhaut hier. Wunderbärchen. So, wir sind weg. Feuer, hier habe ich eine Tür. Wo ist das Feuerelement? Zack. Rücke die Teile des Ornaments an ihrer angestammten Position. Muss ich aber jetzt nicht so behindert machen wie mit einem Schieberätsel, oder? Okay, das passt ja schon mal perfekt. Das kann ich eigentlich da lassen. So, kann ich die anderen einfach rüberpflanzen? Kann ich nicht. Okay, cool. Ich muss doch schieben. Oh. Ha. Jetzt gehen wir da runter. So. Nein, auf die andere Seite. Okay, das war schon mal sehr gut. Das passt eigentlich auch sehr gut. Das kann dahin. Und dann brauche ich ja eigentlich nur noch das eine, ne? Dann bleiben die links außen frei. Okay, gut. Oh. Durch ein Phönix. Mein Krakram. Käfig hängt zu hoch. Ja, dann mach kaputt, was nicht kaputt macht. Ne? Dann mache ich hier nichts Spektakuläres mehr. Ich setze die Kette zusammen, platziere und drehe die Kettenglieder so, dass die farblichen Enden der Kettenglieder zusammenpassen. Das finde ich auch ehrlich gesagt ein schönes Rätsel. Das kann man mal machen. Boah, wir setzen jetzt einfach mal erstmal ein bisschen wild zusammen und gucken. Nein. Das dreht sich aber manchmal noch schon ein bisschen so von alleine, ein bisschen kernbehindert nicht. Ha. Ich glaube, das ist da besser. Ey, jetzt gehen wir da ran. Da packe ich auch lieber Rot und Lila zusammen. Ich weiß ja nicht, wie fest die anderen Lila sind, aber das lassen wir mal so, wie es ist. Das kann ich hier, ja, das ist scheißegal, wie du es drehst, Rot ranpacken. Da könnte ich Theopraktika. Das passt ja überhaupt nicht. Moment. Nein, das passt auch nicht. Nein, das passt ja. Ups. Aber hier. Blau und lila. Ja, das passt jetzt auch nicht wirklich. Da müssen wir ein bisschen anders machen. Ich hätte jetzt gerne. Kann ich die ganze Scheiße mal abmachen? Sehr gut, kann ich. Ich möchte hier meine. Blaue fucking Komponente. Danke. Dann brauche ich was Lilanes und hier wird Blaues. Also ich brauche hier was Lila-Grünes. Was Lila-Grün. Nee, das passt ja wiederum nicht. Das geht ja gar nicht. Nee. Genau. Das muss jetzt erstmal sowieso gedreht sein. Genau. Dann würde ich gerne. Das kann ich da ransetzen.
Dann setze ich das da einfach rein. So. Kette läuft. Vogelfrei. Prinzessin, unser Königreich leidet. Der Schmied plant, die Energie des gesamten Königreiches zu benutzen, um uns zu vernichten. Und er wird davon unsere Länder nicht halt machen. Bitte befreit mich aus dem Käfig. Hier ist das Rezept für den Unsichtbarkeitszauber. Du musst den Schmied aufhalten. Okay, weißt du, da akzeptiere ich mal, dass der Feu-Feu-Phönix da nichts machen kann, weil der ist eingebuchtet. Alle anderen waren ja frei. Weil er wiederholt er seinen scheiß Text. Juckt. Also, was brauche ich? Salamanderauge, Drachenei und eine Vulkansäure für einen Unsichtbarkeitstrank. Warum auch immer ich unsichtbar sein muss. Werden wir den mit List und Schleue kaputt klatschen? Nice. Trank. Ja, willst du mal dich hier... Geil, Unsichtbarkeitstrank. Okay. Hier habe ich die Salamanderparade. War jetzt drauf gedrückt. Und jetzt? Ah, okay. Let me guess, ich muss alle Lichter ankriegen. Wow. Das habe ich jetzt einfach nur mit ausprobieren geschafft. Krass. Was habe ich hier? Habe ich Runen. Aber keine Eiberts, keine 13. Rune dabei. Das ist ein Zeichen. Okay, was denn jetzt los? Der Weg ist versperrt. Ich muss wohl über diese Felsen hüpfen. Was? Wo ist der Weg versperrt? Willst du mich verarschen? Die fallen runter, ja und? Und lass dich einfach nicht erwischen. Alles gut? Ja, natürlich. Woher soll ich denn jetzt bitte wissen, welcher von diesen Kackklöpsen da die richtige Reihenfolge hat? Okay, das war schon mal richtig. Dann hier. Das sieht gut aus. Ah, shit. Fick dich doch. Ja gut, aber wie sieht's damit aus? Ah, okay. Gut, dann ist es der rechte. So, jetzt habe ich die Frage der Qual. Oh, fuck it doch einfach. Ja gut, dann zap, 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 zap und den letzten. Klasse, jetzt kann ich die Brücke überqueren. Ach, du willst mich doch verarschen. Ist das Schmied? Hier, jetzt bin ich unsichtbar. Krass, ne? Erst war sie da, dann war sie weg. Wie mit deiner Frau? Ich kann ja nicht sehen. Wo steckst du? Komm raus. Bla bla. Oh, fuck it. Jetzt darf ich hier wieder die ganze Brückchen-Scheiße da machen. Geht mir dann auf den Zeiger. Und die Musik ist, wie gesagt, episch und geil. Aber da passiert einfach zu wenig Kampf, dass das wirklich irgendwie, finde ich, funktioniert. Warum der Schmied, Mann? Was hat der Schmied für scheiß Laune? Warum will er die Welt beherrschen? Er ist ein fucking Schmied. Der Anti-Held. Das ist einfach nur so. Ich weiß auch nicht, warum. Damn, 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 kann ich auch. Krasser musikalischer Einsatz. Geht's hier mal weg? Ha. Okay. Kann ich so machen. Theoretisch kann ich jetzt wieder hoch. Und das hat den unten. Ja, ist der Ring hier weg? Oder ist das... Das Ding da. Oh Gott, Digga, Alter. 7 Stück noch. Da gibt mir jetzt schon auf den Zeiger. Ha. Wir skippen einfach mal, glaube ich. Fünfermaßen so ein Schüssel hier. Den brauchst du nicht an. Brauchst du echt nicht antun. Mhm. 2 Rubine noch. 2 Rubine noch. Eigentlich, was ich jetzt hier machen müsste, ist. Auf jeden Fall nicht die Füße des garstigen Schmiedes küssen. Hm. So, der ist weg. Jetzt brauche ich nur den Rest, ne? Da kann ich auch eigentlich die Herzen tauschen. Ciao. Geil. Kaputt gemacht. So dumm. Lol. Da stand auch wie eine Statue da, der hat sich nicht gewehrt, der wollte dazu. Alles klar, was nu? Der Feuerschlüssel muss hier irgendwo sein. Geil! Direkt ins Himmelbild gestartet. Das ist okay. Wie gesagt, ich bin kein Fan von diesen drei Gewinn-Mini, Minispielen. Die sacken meiner Meinung nach und irgendwie bringen die es nicht so wirklich. Okay, man könnte sagen, klar, dass das Feueramulett funktioniert, brauche ich 10 Rubine, um dann halt so einen Power-Attack zu machen. Ich glaube, selbst die Gegner bei Grimtails waren irgendwie interessanter gescriptet als
Die Scheiße hier, also. Brauche ich noch Sichel, Steinschleuder und Pinsel. Ah, die Sichel habe ich. Oder Steinschleuder. Will der Alte mit dem Pinsel. Wo ist die Fletsche? Da ist die Fletsche. Geil! Nice, Feuerschlüssel halten, dann kann ich jetzt einen Vogel hier befreien. Das klingt... Oh, kann man mal machen. Der war ja eigentlich ganz nett. Der kann nichts dafür. Hängt mein Spiel gerade? Okay, darf ich zurück, danke. Da habe ich gerade keinen Ton. Mal kann ich nicht erinnern. Der Vogel ist frei! Danke, dass du mich befreit hast. Hier, nimm dieses Feuerelement als Belohnung. Ja, würde ich mal sagen, dann würden wir auch mal so langsam den Part beenden. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich werde das Portal für dich öffnen und way.